Hallo Freunde der fröhlichen E-Bike-Bastelei, heute zeige ich euch, wie ich an meinem Akkurasenmäher meinen E-Bike-Akku angeschlossen habe. Und das Ganze seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! An und für sich eigentlich ein Top-Rasenmäher mit zwei Akkus, einem 3 Ampere Schnellladegerät dabei, also alles, was das Herz begehrt. Aber nach dem ersten Mal Rasenmähen war leider das Problem, dass der Akku extrem heiß geworden ist und ausgegangen ist. Hier sehen wir nochmal, das ist ein Dual-System. Jeder Akku hat eine eigene Spannungsanzeige. Da unten links ist nochmal der Schlüssel. Der Akku selber ist ein 2,5 Amperestunden 42 Volt Akku, beziehungsweise 40, also ein 36 Volt Akku. Es sind 4 Torx-Sicherheitsschrauben verbaut, die wir jetzt erstmal lösen. Dieses Plastik ein bisschen mit dem Fingernagel zur Seite machen. Dann könnt ihr den Akku auch ohne Probleme öffnen. Als nächstes kommt hier gleich eine BMS-Platine zum Vorschein. Hier sehen wir auch die 4 Anschlüsse vom Akku. Da unten ist noch ein Shunt. Hier sehen wir nochmal die Kapazitätsanzeige. Verbaut sind hier Samsung 18650 25 R-Zellen mit 2500 mA und 20 Ampere Entladung. Bei genauerer Untersuchung des Akkus ist mir auch direkt etwas aufgefallen. Das Schweißband bei der zweiten Zelle wurde scheinbar nie richtig festgeschweißt, was natürlich nachher zum Problem führt, dass hier kein Kontakt mehr besteht und der Akku deswegen ausfällt. Dass der Akku extrem heiß geworden ist, hatte ich ja schon mal erwähnt. Warum das Ganze passiert ist, warum der so heiß geworden ist, das gibt es in einem anderen Video. Das werde ich euch da gerne nochmal erklären. Aber ich kann euch schon so viel sagen, es liegt definitiv an den verbauten Zellen. Aber jetzt gucken wir uns den Akku erstmal weiter an. Vom Akku selber brauchen wir nur 3 Anschlüsse. Das ist Plus, ID und Minus. Gucken wir nochmal ganz kurz im Rasenmäher. Hier haben wir die gleichen Anschlüsse. Plus, ID und Minus. Beim Messen können wir mal gucken, Plus auf Minus macht 41 Volt, passt also zu dem 10S Akku. Plus auf ID und hier haben wir auch 41 Volt, aber ein bisschen weniger. Das sieht für mich so aus, als ob hier auf jeden Fall irgendwo ein Widerstand dazwischen geschaltet ist. Müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze brauchen, um den Rasenmäher einzuschalten. Wenn wir hier messen, das ist jetzt ID gegen Minus, haben wir 0 Volt. Ich stelle jetzt mal um auf Ohm. Und wir messen, hier haben wir 5,95 Kiloohm. Okay, ich habe leider keinen passenden Widerstand da, aber ich teste es erstmal, ob es auch ohne geht. Zum Schluss nochmal Plus auf ID und hier haben wir keinen Widerstand. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Minus auf ID brücken. Hier habe ich jetzt erstmal meinen E-Bike-Akku. Der hat nämlich auch 36 Volt von meinem Lirad. Und als nächstes baue ich jetzt hier einen Adapter. Das ist einmal die Plusleitung. Als Adapter zum Testen nutze ich erstmal Flachstecker und Powerpoles 30 Ampere Stecker. Die Flachstecker passen perfekt hinten auf diese flachen Stecker. Dazu habe ich hier jetzt noch einen Adapter auf XT90 von Powerpoles. Den klemme ich auch eben an und dann gucken wir gleich mal, ob das Ganze so funktioniert. Zum Schluss noch mit dem Akku verbinden, gucken, dass nichts explodiert und wenn alles gut ist, testen wir das Ganze mal aus. Hier seht ihr das nochmal von nahem und wie gesagt, ist ein Provisorium, dafür funktioniert es auf jeden Fall gut. Der Rasenmäher selber hat zum Starten einen Sicherheitsmechanismus. Man muss also immer 2 Knöpfe gleichzeitig drücken. Einmal diesen roten Knopf. Hier gibt es noch eine Spannungsanzeige. Und einmal diesen Hebel. Okay, leider passiert nichts. Also brücken wir jetzt nochmal ID mit Minus und testen, ob es dann funktioniert. ID ist der 2. neben dem roten. Hier habe ich mir noch mal einen Adapter gebaut und auf die andere Seite eine Krokoklemme. Diese klemme ich jetzt auf den Minus.
Strom wieder zusammen und wir testen es noch einmal. Und siehe da, es funktioniert. Ich lasse den Rasenmäher jetzt noch extra ein bisschen laufen, um auch sicherzugehen, dass er nicht jetzt nach ein paar Sekunden wieder ausgeht. Der E-Bike-Akku selber hat ein Bluetooth-BMS, wo man sehen kann, was das E-Bike oder jetzt der Rasenmäher gerade so verbrauchen. Damit die App ohne Probleme funktioniert, müsst ihr auf jeden Fall GPS aktivieren und Bluetooth. Dann bekommt ihr auch in der Liste das BMS angezeigt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch die Sachen anzugucken. Ich starte jetzt den Rasenmäher mal und schaue, wie viel Ampere er so zieht. Also beim Starten 10 Ampere, was ja schon mal einiges ist im Leerlauf. Die Frage ist, was zieht das ganze Ding unter Last? Und das schaue ich mir jetzt mal eben an. Meine Kleinste hat sich auch direkt bereit erklärt, den Rasenmäher zu testen. So, hierbei ist jetzt übrigens rausgekommen, dass der Rasenmäher unter Last bei hohem Gras 19,5 Ampere zieht. Das überleben die Zellen natürlich nicht lange und das ist auch der Grund, weswegen die Teile einfach so heiß werden. Okay, das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. In dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr so einen Akku nachbauen könnt, zum Beispiel mit besseren Zellen mit VTC6. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Also, haut rein, bis dann, ciao!